Ja, vielen Dank für die Einladung und gerne habe ich die wahrgenommen. Ich darf darum bitten, dass die Folien eingeblendet werden. Bernhard Giebis ist mein Name. Ich leite den Dezernat Sicherstellung und Versorgungsstruktur. Das befasst sich mit der Frage, wie viele Ärzte brauchen wir, in welcher Regionalität, in welcher Fachgruppengliederung und natürlich auch das Thema Digitalisierung gehört hier mit rein. Wenn Sie die nächste Folie aufrufen, ist das eine Recherche in der Vergangenheit, die ich gemacht habe. Der nächste Slide, bitte. Vor 16 Jahren war ich mit Herrn Birkner in Brüssel gewesen und Frau Ma, und wir hatten damals das Screening-Programm vorgestellt. Ich war damals verantwortlich für die Einführung des Mammographie-Screenings und genauso auch für das Koloskopie-Screenings, was damals ja noch mit einer reinen Finanzierung der Früherkennungskoloskopie einherging. Das war noch kein Programm und ich muss sagen, nachdem ich jetzt Jahre andere Themen auch bearbeitet habe, kann man schon, glaube ich, stolz darauf sein, was wir alle gemeinsam hier erreicht haben. Wir haben ein Screening-Programm. Damals hatte ich in Brüssel vorgestellt, zu einem Programm gehört auch ein Einladungssystem, da gehört eine Evaluation dazu. Ich glaube, in beiden Punkten haben wir erhebliche Fortschritte gemacht und können auch ein Stück weit stolz darauf sein, gerade im Vergleich zu anderen Ländern, die erst viel später dann das Potenzial der Früherkennungskoloskopie erkannt haben. Natürlich hat sich seitdem eine ganze Menge verändert und was wirklich eine Riesenveränderung darstellt, ist die Digitalisierung der Medizin, die in allen Bereichen Veränderungen nach sich zieht. Hier geht es mir weniger jetzt um künstliche Intelligenz und Bildspeicherung und Auswertealgorithmen auf der Ebene der individuellen Befunderhebung und Erstellung. Es geht eher um die Frage, was kann die Digitalisierung zur Weiterentwicklung eines organisierten Screening-Programmes beitragen? Und dafür bitte die nächste Folie einblenden. Wir beobachten das Thema natürlich als Kassenärztliche Bundesvereinigung sehr genau. Wir befragen regelmäßig die Kolleginnen und Kollegen, wie steht es um die Digitalisierung? Wo liegen da Potenziale? Wo gibt es Probleme? Wir führen regelmäßig Panelpraxentreffen durch mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, wo wir dann in 40 bis 50 Praxen nehmen an einer Online-Sitzung teil und wir besprechen dann die einzelnen Schritte der Digitalisierung und die Hürden, die sich da auch ergeben. Man kann sagen, dass eigentlich die Ärzteschaft am weitesten digitalisiert ist, verglichen mit Krankenhäusern oder Pflege, sind die niedergelassenen Kollegen am weitesten mit der Telematik-Infrastruktur ausgestattet und sehen vor allem große Vorteile in der Kommunikation mit anderen Einrichtungen, mit Kolleginnen und Kollegen. Sie sehen hier einen Praxisbarometer Digitalisierung, den wir gerade durchgeführt haben und im Januar vorgestellt haben, wo deutlich wird, dass gerade die innerärztliche Kommunikation durch Digitalisierung deutlich verbessert werden kann und auch verbessert wird. Auf der nächsten Folie sehen Sie dann, dass das insbesondere auch die Arztbriefe und auch Befunddaten angeht, Austausch Hausarzt, Facharzt oder Austausch auch zwischen Gastroenterologen kann auf dem Wege datensicher, ihre Befürchtung, die sie hatten, Datenschutz spielt hier eine Rolle, ist nicht der Fall, datensicher ausgetauscht werden können. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn dann in absehbarer Zeit auch mal die Kliniken angeschlossen werden, dass man auch auf dem Wege dann elektronisch digital Daten austauschen kann. Das ist sehr weit vorangeschritten und das heißt natürlich eine Konnektivität, wenn Sie so möchten, zwischen den verschiedenen Beteiligten. Wenn ich die nächste Folie aufrufen und das ist die Folie, wo Sie jetzt dann viel klicken müssen. Im Mittelpunkt steht natürlich die Patientin, der Patient, die in absehbarer Zeit auch sowas wie eine digitale Identität bekommen, damit auch ansprechbar werden, erreichbar werden, was bislang auf dem Wege nicht der Fall war. Ganz zentral ist natürlich da in der Mitte auch die elektronische Patientenakte. Wenn sie denn dann funktioniert und auch eingerichtet ist und wir dann auch unsere Datenschutzbedenken und alle anderen Vorkehrungen so weit im Griff haben, dass es ein funktionales, für alle Beteiligten verwendbares Instrument wird, hat das eine ganz zentrale Bedeutung. Natürlich auch im Rahmen eines Screening-Programmes können Sie sich vorstellen, nicht nur bei Koloskopie, auch bei Mammographie, bei allen anderen Screening-Programmen oder aber auch bei Disease-Management-Programmen. Mit anderen Worten, hier greift Digitalisierung tief ein in die Programmgestaltung und ich glaube, wir sind gut beraten, uns gemeinsam Gedanken zu machen, wie kann man die Potenziale hier nutzen, auch für die Koloskopie und die Darmkrebsfrüherkennung. Wenn Sie es zigmal klicken und einfach weiterklicken, dann sehen Sie eine animierte Folie, die deutlich macht, und noch weiterklicken, also einfach, ich sag, bis ich halt sage, alle an der Versorgung Beteiligten werden jetzt kurz- bis mittelfristig eingebunden werden in diese Telematik-Infrastruktur. Und ich glaube, das birgt ganz, ganz neue Chancen,
für Screening-Programme hier schnellere Befundmitteilung, bessere Informationsbereitstellung und auch vor allem auch bessere Ansprechbarkeit von Versicherten erreichen zu können. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, kommt ein Teilaspekt dieser ganzen Frage und ich glaube, das ist wirklich ein Game Changer, ja, wie man so sagt. Jahrzehntelang, vielleicht noch länger, gab es immer einen Weg der Kontaktaufnahme. Patienten kümmern sich selber um einen Termin, rufen in einer Praxis an, die Praxis erbringt die Leistung und bietet auch den Termin selber an. Das war bislang der Weg, mit dem man sich durchs System telefoniert hat. Wenn Sie nochmal klicken, sehen Sie auch in der aktuellen Werbekampagne für die Screening-Koloskopie steht noch drin, Arzt anrufen, Termin ausmachen. Das ist auch richtig, das ist immer noch der Standard, aber ich bin fest überzeugt, dass die nächsten Jahre mit sich bringen werden, dass Terminvereinbarung immer mehr in eine Softwareoberfläche, in eine Plattform verlagert wird. Das ist heute schon der Fall, sehen Sie bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass dort Yameda oder Dr. Lipp auf der Webseite ist und man kann dann dort einen Termin einbuchen, der zur Verfügung und eingestellt wird. Das ist der Status quo, in dem wir uns gerade befinden. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, das ist das, was gerade in Entwicklung befindlich ist. Man zieht Termin zur Verfügungstellung und Leistungserbringung auseinander. Praxen melden ihre Termine an eine Vermittlungsplattform. Patienten schauen auf die Vermittlungsplattform und können dann sehen, hier in Berlin im Umkreis von 15 Kilometern, es sind so und so viele Praxen, die einen Termin anbieten, den ich einbuchen kann. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das ist die 11.6, 11.7. Es gibt natürlich eine ganze Reihe weiterer Beispiele solcher Plattformen, über die man dann Termine vereinbaren kann. Und ich meine, es ist wirklich lohnend, darüber nachzudenken, wie man ein Screening-Programm noch besser erreichbar machen kann, wenn man diese Formen der Terminvereinbarung mal durchdenkt und überlegt, wie kann man hier das Thema Darmkrebsfrüherkennung mit aufnehmen und auch entsprechend platzieren. Und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, welche Richtung das nehmen könnte, wie man damit dann aus einem Programm ein organisiertes Screening-Programm machen kann, das auch neue digitale Möglichkeiten nutzt. Auf der nächsten Folie sehen Sie die Kernfrage dann am Ende, diese Plattformen werden die Versorgungswelt verändern. Das wird wie in anderen Bereichen auch, wo wir das schon kennen. Jemand bietet etwas an, jemand fragt es nach, die Plattform bringt beide zusammen. Das wird auch in der Medizin immer mehr um sich greifen. Und das heißt auch, dass da eine ganze Menge Chancen, aber vielleicht auch Nebenwirkungen für Screening-Programme mit dabei sind, um die man sich kümmern muss. Wenn Sie weiterklicken, beim ersten Themenkomplex. Bislang haben wir ein Einladungssystem, was beim Mammographie-Screening über Einwohnermeldeämter läuft oder hier bei Koloskopie-Screening über die Krankenkassen. Wenn Patienten irgendwann dann mal eine digitale Identität haben, mit der man die direkt erreichen kann über E-Mail-Dienste, über Messenger-Dienste, wären ganz andere Einladungssysteme und adaptierte Einladungssysteme denkbar. Informationsmedien, entsprechende Clips und mir ist ehrlich gesagt dann egal, ob das TikTok ist oder ein Kurzclip oder YouTube oder was auch immer. Ich glaube, es gibt neue Möglichkeiten der Zurverfügungstellung von Informationen bis hin zur Frage, dass man da auch vielleicht einen Videotermin ausmachen kann, im Einzelfall noch Dinge besprechen kann oder aber auch Chat- und Voicebots einsetzen kann, um Informationen mitzuteilen. Das Thema der Terminbuchung hatte ich schon angesprochen. Ich glaube, dass hier auch eine Schwelle abgesenkt wird, bevor ich da mich rumärgere mit Telefonterminen und besetzten Anrufbeantwortern oder nicht erreichbaren Terminslots, ist natürlich genau die Terminbuchung über solche Softwaresysteme eine 24-7-Möglichkeit, die möglicherweise auch Schwellenhürden beseitigt, Zugang zum System zu finden. Auf den nächsten Klick sehen Sie natürlich den Aspekt der elektronischen Kommunikation, den ich schon angesprochen hatte, Befundübermittlung, Konsile einholen zu können. Ganz wichtig natürlich auch die Evaluation des Programmerfolges. Wenn Sie in einem solchen System wie in der Telematik-Infrastruktur, in der alle Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten mit drin sind, auch die Möglichkeit einrichten, Sekundärdaten auswerten zu können, anonymisiert, ohne Rückverfolgbarkeit, sind das ganz neue Möglichkeiten der Evaluation, ohne zusätzliche Dokumentation, sondern über Routinedaten, die anfallen, hier auch weitergehende Auswertungen vornehmen zu können, im Interesse der Qualität und auch der Verbesserung des Programmes für unsere Patientinnen und Patienten. Und damit gibt es ganz konkrete Fragen. Der nächste Klick zeigt das nochmal an, wenn Sie weiterklicken.
Wer spricht künftig Versicherte an? Kann man sich das vorstellen, dass das über eine eigene Organisationseinheit, wenn Sie so wollen, in der Infrastruktur stattfindet? Eine eigene Screening-Plattform, in der ich mich selber einloggen kann, gucken kann, wo sind Termine noch frei bei Praxen, an die ich mich wenden kann, wo ich mir Videoclips downloaden kann oder anschauen kann oder vielleicht auch mit einer KI oder oft ist ja keine KI, es sind etwas raffiniertere und intelligentere Algorithmen, mit denen ich zumindest häufige Frage-Antworten Kombinationen durchgehen kann und mich rund um die Uhr informieren kann, was das Programm angeht. Ob seine eigene Koloskopie-Screening, Darmkrebsfrüherkennungs- und Vorsorgeplattform geben muss oder ob man bestehende Plattformen auflädt mit dieser Information. Das muss man diskutieren und ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang einer Diskussion, die noch gar nicht systematisch stattgefunden hat. Im Übrigen auch nicht, soweit ich das wahrnehme, bei den anderen Früherkennungsprogrammen. Und damit komme ich schon zum Ende meines Vortrags und einer Zusammenfassung. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, vorletzte Folie, bitte um Nachsicht. Ich wollte Ihnen noch kurz ein paar Player vorstellen, die da heute schon aktiv sind. Das eine ist natürlich die Gematik, das ist die Einrichtung des BMGs zur Etablierung der Telematik-Infrastruktur. Da sehen Sie auch die Kernprodukte. Ich hatte erwähnt hier schon den KIN-Dienst, das ist die datensichere Übertragung per E-Mail innerhalb dieser Struktur. Das hat am Anfang sehr geruckelt, wir haben da auch Kritik geübt und ich glaube, es hat bewirkt, dass das kontinuierlich besser geworden ist und mittlerweile zum Beispiel die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung überwiegend fast auch elektronisch übermittelt wird. Es gibt einen Messenger-Dienst, der dann auch perspektivisch für Patienten geöffnet werden kann. EPA hatte ich angesprochen, E-Rezept ist gerade so das Hauptthema. Die KVen bieten die F6, F7 an. Das ist eine, immer dann, wenn es um Terminfragen geht, akut wie auch längerfristig, kann man sich da hinwenden und kann entsprechend Termine auch buchen. Bei manchen Facharztterminen braucht man einen Überweisungscode, andere kann man direkt buchen. Auch hier kann man sich überlegen, wie weit man Screening-Programme gezielter anspricht und auch nochmal bewirbt. Der Bund, das BMG selber, hat ein eigenes Gesundheitsportal gesundbund.de, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man hier Screening-Programme gezielter anspricht und auch Funktionalitäten zugänglich macht, die die Teilnahme für die Versicherten erleichtern. Und es gibt natürlich, das kennen Sie auch, Dr. Lipp, Yameda und weitere Plattformen, wo Sie heute schon eine Postleitzahl eintippen und dann für bestimmte Fachgruppen dann die freien Terminslots sehen können. Also da verändert sich was gewaltig. Ich glaube, da muss man auch hingucken. Das hat auch Potenziale des Terminzwischenhandels, die ich eher skeptisch sehen würde. Da muss man sehr genau hingucken. Aber man sieht, da sind viele, viele Chancen drin auf die Screening-Programme, die wir ergreifen sollten. Und dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten Folie, die es nochmal zusammenfasst, die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, Vorbereitung, Information, Terminvereinbarung, Befunderstellung sollten natürlich auch für Screening-Programme gezielt nutzbar gemacht werden und man sollte systematisch durchdeklinieren, an welchen Stellen denn auch ein Koloskopie-Screening-Programm gezielt sichtbar gemacht werden kann. Diese Plattformen entstehen gerade im Gesundheitswesen. Ich glaube wirklich, dass sie ein hohes transformatives Potenzial haben mit Licht und Schatten. Ich meine aber gerade bei organisierten, bevölkerungsbezogenen Screening-Programmen können die eine Riesenchance darstellen, mehr Patienten, mehr Versicherte erreichen zu können, informieren zu können, auch Termine vereinbaren zu können. Das muss man sich anschauen und vielleicht auch überlegen, ob nicht öffentlich-rechtliche Plattformen gezielter auch noch mit dem Thema Screening aufgeladen werden. Ich meine, hier ist ein schrittweises Vorgehen erforderlich, erstmal eine Zielvorstellung zu entwickeln, wie das konkret aussehen könnte für das Koloskopie-Screening. Und ich meine, auch bei der ganzen Frage der Entwicklung der Telematik-Infrastruktur sollte man solche Aspekte wie Screening-Programme, die ja gesetzlich gewünschtes Ziel und auch einen Anspruch darstellen für die Versicherten, gezielter auch berücksichtigen kann bei der Entwicklung der gegenwärtigen Vernetzung der Gesundheitsakteure. Ja, soweit mein kurzer Vortrag, ein Appell, sich mit der Thematik zu befassen, um mal jenseits der Frage der Koloskopie und Befundung und Bilddokumentation sich um die Programmaspekte zu kümmern und die Fortschritte der Digitalisierung dafür in den Blick zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.